Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma JP Performance GmbH. Wir sind ansässig in Dortmund in der Körnestraße. Das ist der wunderschöne Golf 3, den wir gerade auseinanderballern. Das Ding ist, dass der doch nicht so gut. Viele haben geschrieben, oh, Jean-Pierre, Vorwurf, ne, so ein gutes Auto. Der hat ja hier und da schon ein paar aerodynamische Gucklöcher gehabt. Mhm. Wie zum Beispiel hier. Da ist er zum Beispiel durch. Drüben der Kotflügel war mit Scheibenkleber festgemacht. Der ist doch schon müde. Ja? So, jetzt geht's los ins Eingemachte. Der Grund, warum dieses Auto genommen, also das Auto, der Motor kommt in den Golf 2. Und mir haben so viele Freunde geschrieben, Jean-Pierre, du musst hier Corrado Kühler, ne? Und hier Motorlager von 35i Passat und so, nee, dann passt das gut in den Golf 2 rein. Nein, nein, brauche ich nicht, weil ich bin neunmal klug. Warum bin ich neunmal klug? Der kommt in den Kofferraum. Der Motor kommt nach hinten. Warum? Weil der T16 ja damals ein Mittelmotorfahrzeug war und das wird auch ein Mittelheckmotorfahrzeug. Mhm. Bedeutet, dass wir jetzt den Kabelbaum aus der Mando oder die Klimaanlage am Kondensator alles rausreißen und schneiden. Bei Klimaanlage brauchen wir nachher sowieso nicht. Und der Motor kommt jetzt in einem Stück raus mit Träger. Und jetzt kommt, die Kotflügel sind deswegen abgenommen, weil richtig klug das Auto hier abgeflext wird. Weil wir ja die Domposition, die ganzen Annahmepunkte im Idealfall übernehmen wollen in das andere Auto. Ein bisschen von der Philosophie wie bei dem E30. Mhm. Ein bisschen. Weil das Verhältnis von dem Dom zum Dämpfer zur Achse kommt rein. Das heißt, diese Achse unten kommt auch als Hinterachse vom Golf 2. Das heißt, wir werden ein Einzelradaufhängungsfahrzeug haben. Der normale Golf 2 ist hinten eine Starrachse. Wir haben eine Einzelradaufhängung, werden die Lenkung starr legen und dann ist es wieder das gleiche Prinzip wie der Up damals war. Der Up hatte ja auf der Hinterachse auch eine Vorderachse. Können die somit sehr schön einstellen, dass wir da vom Sturz und von der Spur gut stehen. Dann habt ihr mal gesehen, wir machen mal ein Bild rein, das Auto hat ja auf den Bildern ein extrem breit, mir fällt gerade was ein, Amando. Extrem breite Räder. Jetzt film einfach mit, ist ja scheißegal. Amando, schau mal. Wir hatten ja die Idee, dass wir hier diesen Block mit einem Adapterstück nach innen schieben. Somit ist unser Dom relativ egal. Weil da würde ich mich Folgendes vorschlagen. Was soll das bauen? Wir nehmen die Aufnahme, schieben das rein um 7, 8 cm. Dann kommen wir auf das Zollmaß, was wir nachher fahren wollen, weil das Auto auf den Fotos hat ungefähr 14, 15 Zoll breite Felgen. Kommen nach innen und dann würde ich nämlich diesen Adapter kippen ein bisschen, weil es ist ja eine Hinterachse, keine Vorderachse mehr. Und würden dann den oberen Dom des vorderen Golf 3 Dämpfers mit einem Dreiloch machen. Das können wir ja wieder fräsen lassen, ganz normal. Aber das heißt, das einfach hier weiter rüber, an die Kante. Aber ich würde gar nicht mit dem System fahren. Nein. Auf der Hinterachse. Sondern ich würde normal verschraubt, wie der normale auch ist, also mit einem starren Domaufnahme, den Dämpfer kippen, dass die Dämpfer nicht mehr so stehen, sondern wir gehen leicht nach innen und haben dann nachher unsere Aufnahme irgendwo hier. Und bauen lieber diese Aufnahme separat selber. Am Rahmen. Genau. Also ich muss einen Käfig erst bauen lassen im Auto. Entweder einen Käfig bauen lassen oder ein Kreuz, was wir reinsetzen können. Und dieses Kreuz hat schon zwei Teller rechts und links, wo wir den Dom mit rein, den oberen Federteller mit reinschrauben können, denn dann würde ich sagen, wir nehmen Motorachse runter, gucken uns das ganze Konstrukt an, nehmen dann den Golf 2 und gucken uns das an und überlegen dann, ob wir hier sehen. Dass wir schauen, wie die Aufnahme, also wie die Verschraubpunkte sich verhalten zum Golf 2 und dann wissen wir, ob wir was vom Golf 3 brauchen. Weil wenn wir nämlich jetzt so zum Beispiel diese 14 Zoll Felgen fahren wollen, dann würde sich ja alles addieren von hier aufwärts. So viel Breite wird das Kit nicht unbedingt haben, obwohl der Basic das will. Whitebody. Kurva. Was ich aber will, damit diese Optik zustande kommt, ist, dass zwischen den Rädern, wenn man so vor dem Auto steht, nicht so viel Platz ist. Ich will, dass die Räder unter dem Auto sehr weit zusammenkommen. Okay. Auto ist zwar breit, aber die Räder sind auch sehr weit innen zusammengekommen. Ist aber auch wegen Tiefbett wahrscheinlich ein Problem, oder? Also muss ich ja mega viel Tiefbett machen, wenn... Wenn man die Variante machen würde mit dem geraden Dämpfer, muss man extrem viel Tiefbett machen. Aber wenn wir die Variante machen, dass die obere Aufnahme gekippt wird... Ja, was du jetzt gerade gesagt hast, dann brauchen wir weniger Tiefbett. Dann brauchen wir außen weniger Tiefbett, was ich auch ganz gut finde. Und haben innen ein bisschen mehr Tiefbett. Hat das Projekt eigentlich schon einen Namen? Wir müssen noch einen Namen entscheiden irgendwie. Ja, noch nicht. Weil jetzt erste Video war ja quasi Überraschung ohne Titel. Zweite Video war eigentlich ein VR6 Video und das dritte Video bräuchte jetzt einen Titel. Wir brauchen einen Projektnamen. Kamikaze. Kamikaze? Oh. Kamikaze finde ich nicht schlecht. Finde ich auch nicht schlecht. Was willst du? Ja? Würde ich jetzt... Wir grübeln noch weiter. Okay. Aber Kamikaze ist schon echt ganz gut.
Tony Carter Golf, ja. Weil die Veränderungen an dem Auto sind schon echt massiv. Mhm. Echt massiv. Das ist nachher sehr wenig Golf. Und wir sind ja auch antriebsstrangtechnisch noch gar nicht fertig. Was war das denn? Das war das erste Mal, dass du jetzt so gebellt hast. Bist du gerade... Was war los? Wachhund. Okay, hier, schuld. Jetzt war er sich nicht sicher. Ja, war er nicht sicher. Verarsch mich eh wieder. Ich war eben weg. Die nicht ganz genau geguckt haben, das ist das Auto, wo die Technik, also das wird nachher das Auto werden. Das Auto, was beim Beltec steht, ist das Auto zum Entwerfen vom Bodykit. So, erstmal krass, wie er anspringt, ne? Ja, ist schön angesprungen. Ich stehe ja schon ein paar Tage hier. Der ganze kleine Radatsch, den wir da gerade ausbauen. Was kommt hier? Der riecht auch so gut, ey. Magst du den Geruch oder magst du nicht? Nein. Ich mag den. Du magst echt nicht, ne? Nee. Du magst so neue AMGs. Genau. Okay. Also. die ganze Geschichte muss hier zwischen. Bedeutet, wo wir gerade davon gesprochen haben, den Domlagern, die hier oben sind. Das ist natürlich alles überflüssig, weil wir diese Domposition nicht mehr fahren werden. Also die kommen auch gar nicht da durch, die Domstangen oder... Die Domstangen? Oder wie nennt man das denn? Die Dämpferstangen? Die Dämpfer? Nee, ja. Die kommen da nicht mehr durch. Sondern ich denke nachher... Die Domstangen? Ich denke nachher, wir müssen gleich mal ein bisschen messen. Nachher wird das Ganze so sich abspielen, dass der Dämpfer ungefähr hier hochkommen wird. Mhm. Und der Motor, denke ich mal, hier sitzt. Nein, andersrum. Entschuldigung, wir fahren ja in die Richtung. Der Dämpfer ist etwas hier und der Motor sitzt nachher da. Okay, ja. Okay? Mhm. Und hier wird das nachher Platz sein für die Abgasanlage. Das heißt, wir werden nachher eine Wand haben, die hinter den Sitzen hochgeht, wo dann der Motor drin sitzt. Vorne. Und dann hier Kühlung, also Ladungskühler, also nicht Ladungskühler. Ich meine hier Dills. Das heißt Wasser. Ansaugung, Wasserkühler. Nee, Wasserkühler, ja. Wir haben ja vorne noch ohne Ende Platz. Okay. Weil wir nachher hier vorne nichts drin haben. Wir werden die Wasserkühler ganz normal vorne weiterfahren können. Wir werden dann eine sekundäre Wasserpumpe noch dazwischen machen, damit der Wasserkreislauf nicht zusammenbricht. Und dann ist der Motor einfach hinten drin und vorne ist einfach gar nichts. So, vom Zustand her ist der halt karosserietechnisch echt gut. Ne? Der hat eigentlich kaum Rost, um eine gute Basis zu haben. Richtig, das ist ein Vorfacet, das heißt, der hat die Dreieckscheibe. Ja. Die Tür wird nachher rauskommen und wir werden die Tür nehmen von dem anderen. Aber ich würde schon sagen, wir fahren eine Runde, ne? Ja, klar. Ich habe ganz verschwiegen, was für eine Motorleistung dieses Kfz hat. Ja. 54 PS. Ist schon viel. Vier Gänge. Also, der Zustand ist halt echt gut für das, was wir vorhaben. Der ist eigentlich dead, wie man hier sieht, aber all die Sachen, die wir nicht mehr brauchen, wie den Dachhimmel und all so ein Scheiß, kommt alles weg. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Türtafeln oder die Sitze neu gekommen sind. Weil ich weiß nicht, ob das zusammen so gab. Weil es schon echt sehr unterschiedlich ist, ne? Aber ich habe mir gedacht, was wir uns nicht nehmen lassen, wir werden dieses Kfz gleich 0-100 fahren. Wenn wir Strom kriegen. Was ich schön finde, ist einfach immer wieder bei den Videos diese Reise von, guck mal, wo wir drin sitzen. Mhm. Ja. Und jetzt fahren wir über die Straße und kein Mensch wird sagen, ey, ist das ein Kack, weißt du? Ja. Ein Kackfass. Der ist jetzt eigentlich ganz schön so vom Zustand, aber niemand würde das Auto irgendwie wahrnehmen. Und ich versichere, dass wenn dieses Auto fertig ist, du dir denkst, entweder, was ein hässliches Riesentuning-Projekt, peinlich Prollo-Auto, und die anderen werden denken, hey, shit, Mann, das war eine Menge Arbeit, cooles Teil. Weil die Sache ist die wirklich schön. Würdest du das Projekt schön nennen? Ich finde es mehr... Abgefahren. Ja, genau. Verrückt halt. Okay, wir denken mal beim Namen nach. Wir gucken uns mal in Bilder. Ich habe jetzt das Kamikaze, den Gras im Kopf gerade. Also aber ich finde Kamikaze so ein bisschen kitschig. Aber wir müssen, ich glaube, der Akku hält nicht lange. Weil okay. Direkt vom Hof. Nicht. Oh, wir sind auch sehr heiß von der Kühltemperatur. Oh, nicht gut. Von der Kühltemperatur. Wenn wir jetzt losfahren, werden wir sofort die Temperatur runterkriegen.
Also was wirklich krass ist, der Motor klackert nicht. Also gerade war extrem geklackert, aber jetzt, wo er warm ist, hier klackert nichts, hier rappelt nichts. Der fährt echt fantastisch. Das klingt mir cool. Oh, geht direkt rund. Ich liebe diese Autos. Ne? Ich könnte mir das als Daily vorstellen. Ne? Und das glaubt mir wieder keine Sau. Und man will ja wieder einmachen auf, ich bin nicht abgehoben und so. Guck mal, kannst du keine Musik hören, so wirklich? Mach ich gerade, natürlich ich keine Musik hören hier. Warte. Okay, der hat keine Antenne mehr. Ja, dann kannst du nur Radio hören. Musst du andere Frage. Ja, dann machst du abends, hältst du einmal ganz kurz an und schraubst einem eine Antenne ab. So hat man das früher gemacht, wenn man jung war. Und dann hat man eine Antenne und hat man eine Radioempfang. Okay. Und dann hat man Musik. Findest du es nicht geil? Doch, es ist geil. Aber ich sag das öfters immer, wenn ich gefragt werde nach alten Autos, ich würde mir das nur holen, wenn ich parallel was hätte, was modern ist. Also als einziges Auto ein altes Auto zu fahren, wie Nobby das zum Beispiel macht, könnte ich nicht. Ich bräuchte quasi so ein modernes Daily-Ding und dann so ein als Sonntagsauto, so Wochenende zum Rumfahren, so da würde ich mir ein altes Auto auch vorstellen. Ich bin in den letzten 20 Tagen einen Tag RS6 gefahren und 19 Tage alt. Ja, krass. Und aber, ich fahre einen Tag neu. Aber wenn du möchtest, hättest du die Möglichkeit umzusteigen. Richtig, so, wenn ich aber das ich tue es ja nicht. Ja, nee, aber wenn ich das hätte, dann wäre ich auch, dann würde ich vielleicht auch ein paar Tage länger alt fahren, weil ich denke, okay, aktuell brauche ich es nicht. Aber ich muss dieses Ding im Kopf haben, wenn ich es brauchen würde, hätte ich es. Weißt du? Aha. So auf die Art. Okay, so. Herr Movo, geben Sie einen Tipp ab. Boah. Ich sag 14 Sekunden. Nee, ja. Ich dachte auch gerade beim Schleunigen so, oh, dann sag ich 14,1. Okay. Komm jetzt, Arschloch, komm, 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 komm! Sekunden, also fast 20 Sekunden braucht, der riecht auch jetzt ein bisschen, braucht ein 54 PS Golf 2 von 0 auf 100 km/h. Aber schneller muss er ja auch nicht, ne? Ja, mehr brauchst du nicht. Natürlich ist auch der Anspruch bei dem Video oder bei dem Auto, dass wir das Auto technisch auch verbessern und auch modernisieren, aber trotzdem den Charakter und den Kult von dem Golf 2 zu 100% da lassen. Aber auch die Hybridisierung von zwei Marken, von zwei Motoren, alles. Wir nennen den Golf Hybrid. Finde ich gut. Aber nicht Hybrid Golf, sondern Hybrid. Nur Hybrid. Der Hybrid. Der Hybrid. Das Verschmelzen von zweien. Wir haben zwei Marken in dem Auto. Ja, stimmt. Volkswagen. Peugeot. Peugeot. Ja. Wir haben das Verschmelzen von zwei Motoren oder von einem Motor. Ne? Wir haben wahrscheinlich auch Hybrid. Wir werden höchstwahrscheinlich vorne 17 Zoll, hinten 19 Zoll fahren. Der Hybrid. Der Hybrid. Ja, doch. Ist cool? Ja, ja. Okay. Gut, dann haben wir einen Namen. Wir haben eine Zeit, 0-100. Ich würde sagen, Prüfstand ist jetzt wirklich nicht so vonnöten. Der Wagen hat hier auf dem Tacho erst 54.000 gelaufen. Liegt aber daran, wir wissen nicht, wie oft er die Runde gemacht hat. Ja? Ich würde aber mal tippen, der hat 250.000 gelaufen. Das heißt, das Auto ist hier... Wow, ist das weich. Guck mal. Alter Schwede. Guck dir das mal an. Wow, das ist echt weich, ne? Ja, ist weich. Sollen wir einmal von draußen filmen? Ja, das geht. So, was können wir noch zeigen? Ja, natürlich, ganz ehrlich, ich tue immer dann so pissig. Natürlich tut mir es auch leid für die Autos irgendwie. Aber der Unterhaltungswert, und wenn man wirklich sich mal vor Augen hält, wie viele Autos es gibt, kannst du das ruhig mal mit zwei Autos machen. Aus so einem Golf 2 und so einem Golf 3. Das ist meine volle Meinung. Und ich finde auch, es ist auch immer ganz große Portionen dabei, ich will demonstrieren, dass ich verstehe, was alter Kult ist. Und da wird die Fresse gerne super krass aufgerissen. Ist ja wirklich so. Ne? Ist ja bei allem, was irgendwie mit etwas zusammenhängt, was aus der Vergangenheit ist. Porsche postet ein Bild von einem 964 und einem 992. Dann schreien sie alle 964. Natürlich ist ein 964 ein tolles Auto. Aber man muss auch wirklich einfach mal irgendwann auch mal irgendwie sein Hirn so ein bisschen anmachen. So 992 ist schon gut. Ja, sehr gut. So, aber nein, natürlich nicht.
nur 964. Quatsch mit Soße. Aber ich merke schon, ich wollte eigentlich eine kurze Probefahrt machen, ne? Aber ich merke jetzt schon, wie mich das befriedigt. Ja, cool ist es auf jeden Fall, das stimmt schon. Und ich mag es sogar, das merke ich bei den meisten jüngeren Leuten, Bobby zum Beispiel. Ja. Bobby will, dass die Leute ihn sehen in einem teuren, modernen Auto. Bentley, so. Hat er ja letztens gesagt, als wir in der Stadt waren, Mittagessen, sagt er, Alter, guck mal, Bentley. Das ist ja für dein Auto, Bobby. Ja, Mann. Ne? Und ich liebe es, wenn Leute mich in diesem Auto sehen. Ich liebe das, wenn Leute mich in einem alten Auto sehen. Vor allen Dingen jüngere Leute, weil die meistens dann so, was los, kein Geld mehr oder was? Oder, Digga, du hast Porsche, ja? Wieso fährst du das? So, und dann denke ich mir immer nur so, because I enjoy it. So, hier können wir es machen. Soll ich zufahren oder wegfahren? Ja, beides. Ja, wackelt schon ganz schön. Ja, ne? Ja. So, und jetzt gibt es zwei Erklärungen, warum das so doll wackelt. Und zwar einmal ist es so, dass natürlich die Dämpfer nicht so viel Druck haben und die Federkraft auch nicht so hoch ist, aber auch der Stabilisator gleicht die Wankbewegung von rechts nach links nicht so stark aus. Der Stabi, denke ich mal, wird so dick sein wie eine Zigarette. Ja, das wird ein ganz, ganz dünnes Stäbchen sein. So ein wirklich wunderschönes Auto, das wir jetzt stark modifizieren. Ist wirklich so. Vielleicht können wir auch irgendwas mit dem Display hier noch machen, weil ich möchte diesen Retro-Touch beibehalten. Ich will das behalten hier. Ja. Aber ich fände es auch geil, wenn wir irgendwie auch eine Hybridisierung im Innenraum stattfinden lassen. Und ich will halt nicht so viel, ich will nicht, dass das so super teuer ist, das Projekt. Nicht so super, super teuer. Für mich ist es halt wirklich so, die ganze Geschichte so erzählen, ne? Wie bei dem M3 E30, das Verschmelzen von diesen beiden Innenräumen. Okay, gut, wir gehen jetzt mal zurück in die Werkstatt, gucken, wie weit die Jungs sind. Aber ich kann mir vorstellen, der Motor ist draußen. Ist wirklich so. Also viele fragen sich aber auch, also wir sind echt schnell, projektmäßig. Wir sind echt schnell. Warum sind wir schnell? Ich glaube, weil wir sehr viel vorab planen. Die Jungs kriegen eigentlich von mir jeden Arbeitsschritt oder fast jeden Arbeitsschritt, der in die Fassung ist, wo ein Bauteil hinkommt, gesagt. Ja, aber wir planen sehr viel vorher, bevor wir anfangen. So, wir springen in die Werkstatt, ne? Yes. Okay, tschüss. Aber wie ich gesagt habe, Motor ist draußen. 28 ja. Minuten. Seit wann ist der Motor draußen? Was? Seit wann ist der draußen, der Motor? Kann ich schon rein? Okay, cool. Ganz normal laufen die Sachen hier nicht. So, wir gehen mal rein, gucken uns das Ganze an. So, Verbindungspunkte von der Vorderachse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, Motor aufgehangen ist einmal auf diesem großen Lager hier, schwingend und bewegend, und vorne. Das heißt, der Motor kann da so ein bisschen kippen und arbeiten. Das heißt, wenn es eng wird, können wir diese beiden Punkte höchstwahrscheinlich starr machen. Und wenn du die starr machst, hast du halt nicht mehr das große Risiko, dass du irgendwo anbummst. Weil man konnte auf dem Prüfstandslauf schon ganz gut erkennen, dass er sich ganz schön stark reinstemmte. Mhm. Und das ist nicht so geil. Der Vorteil oder der Grund, warum ich eigentlich das auch machen möchte, ist, weil wir so oft Probleme haben mit Antriebswellen. Und wenn wir jetzt dieses ganze Konstrukt übernehmen, haben wir wirklich keinerlei Probleme in dieser Hinsicht. Das Ding ist nur, wir haben dann den 5x100er Lochkreis auf der Hinterachse und hätten dann den 4x100er Lochkreis auf der Vorderachse. Somit wahrscheinlich werden wir auch auf der Vorderachse auf... Aber können wir das nicht einfach bei den Felgen... Ja, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, aber wir könnten dort auch nochmal achstechnisch was wechseln, dass wir auch auf der Vorderachse 4x100 haben. Ich kann mir auch vorstellen, um ein bisschen mehr Fahrspaß zu haben, wird nachher vonnöten sein, dass wir ein Differential reinmachen, was ein bisschen mehr kann. Oder das Differential wird zugeschweißt. Das heißt, wir haben eine starre Achse. Finde ich auch gut. Du hast aus dem Hintergrund so. In dieser Position wird das Ganze dann montiert. Das heißt, dann sind die Räder normal gerade, können hierüber noch korrigieren. Das Lenkgetriebe kommt raus und hier drüber wird dann mit dem Kugelkopf was dran gemacht, was wir mit dem Kugelkopf dann noch einstellen können und dass die Hinterräder dann auch in Position sind. Genau, Einbaurichtung ist so. Das ist hinten. Machen wir es andersrum. Oder andersrum, das wäre auch ziemlich krass. Dann hätten wir nämlich 6 oder 5 Rückwärtsgänge. Und einen Vorwärtsgang. Wir gucken mal eben die Distanz. Ja, okay. 85,5 wäre
Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal schmaler. Das ist für uns eigentlich ganz gut. Das heißt, alles spielt sich innerhalb von dem originalen Rahmen statt vom Golf 2. Das heißt, da können wir sehr gut mit Konstruktion was dran schweißen. Schlimmer wäre, wenn es breiter gehen würde. Aber so ist es schon mal kein großes Problem. Was uns auch mehr Raum geben würde. Was nachher auf jeden Fall weg muss, sind natürlich die Radhäuser. Komplett, also die ganzen Dinger hier, weil wir ja viel größere Räder fahren. Wir wollen ja den Rädern nach innen. Dann sind wir da schon bei 98. 98. 108, 118. 118 ist schon ein Wort, da gucken wir mal. Aber wir müssen das ja, können wir auch selbst bauen, den vorderen Träger. Ja, können wir auch selbst bauen. So, der breiteste originale Verschraubpunkt wären 118 cm. Sprich hier. Und selbst das würde ja noch funktionieren. Und das war ja der Raum Richtung Ansaugbrücke. Das heißt, es wäre vorne. Es wäre relativ weit vorne, dieser Montierpunkt. Und der originale und die originale Unterkonstruktion eines Golf 2 geht jetzt so runter und geht dann in die Breite. Weil die ja auch sehr gerne hier außen durchrosten. Das heißt, wir würden. Siehst du hier den Schwung, wie es nach außen geht? Ja, das geht ja von da, wird ja dann breiter. Mhm. Sieht man das ein bisschen? Ja, und das, wenn man das vorne weg macht, gewinnt man Raum. Genau, und dann sind wir da wieder ungefähr bei den 118 cm. Schafft der Golf 2 das dann mit seiner originalen Stabilität hinten das zu tragen oder muss der stabilisiert werden? Wenn man das einfach anschweißt? Ich glaube, dass er es könnte, aber wir machen das immer. Okay. Ne? Also, bin mir sicher, Amando, bei dem E30-Projekt hätte man auf Gewicht geachtet, was wir ja nicht tun. Hätte man mit Sicherheit 15 Kilogramm weniger Stahl verbauen können, hätten wir es mit Winkeln und gemacht und getan, weil wir halt oftmals wirklich zu dickes Material nehmen und zu stabil, um halt da bloß kein Risiko einzugehen. Ja. Also ich gehe da ganz stark von aus, dass wir das deutlich stabiler bauen, als es nachher ist. Richtig, das Crash-Verhalten ist dann schlechter, weil der hat ja auch einen Grund, warum dieses Blech hier so wegkippt. Einmal klar das Design, ne, der Kotflügel vom Golf 3 geht hier so rum, aber diese ganzen Knick Flächen. Das hat alles einen Sinn, warum das da ist, damit im Falle eines Aufpralls das Metall sich nach oben beugt und Energie absorbiert und auch einen Crash aufnehmen kann. Es macht keinen Sinn, ein Auto zu bauen, was extrem hart und stabil ist. Ja? Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, bei manchen, wie ein Leiterrahmen in der G-Klasse oder bei so einem Ami, wenn du damit irgendwo zu tief gegenkrast, dass die Energie aus den Leiterrahmen geht, die Passagiere in dem Auto, wenn dann auch noch das Häuschen so fest ist, haben eine unheimlich hohe Genickbelastung, weil das einfach BUM! Stoppt. Oder der Leiterrahmen knickt und der Leiterrahmen beugt sich nach oben. Du hast natürlich Glück. Aber wenn das passiert, geht das Häuschen auch nach oben. Aber bei einem Raptor auch, ist das Häuschen oben und das Auto drunter zusammengeschraubt. Hier ist dann ein tragendes Element. Zum Beispiel ein 350Z vorderer Rahmen. Haben wir das zusammen gemacht damals bei dem 350Z? Wo wir mit dem Wagenheber dazwischen die beiden Längsträger auseinandergezogen haben? Da hatte ich das gemacht. Der hat einen Unfall und der kam ein bisschen zusammen. Ein Wagenheber zwischen und mit dem Wagenheber auseinandergepumpt. Und das ist so weich wie, wenn du siehst, wie leicht du den Wagenheber pumpst und wie du die Karre auseinanderschiebst. Ne? Das ist nicht viel. Die Autos sind weich. Genau, so viel mehr. Klar, die Elektrikkabelbaum wollen wir alles übernehmen, weil das Auto bekommt kein frei programmierbares Steuergerät, weil das Auto wird auch kein Turbo, sag ich jetzt, kriegen. Momentan ist echt nicht geplant. Ich sag's echt, also. Mhm. Ja, ehrlich. Nein, ehrlich. Das wäre aber. Nein! Ich meine das echt so. Zurück zum Thema. Lass uns doch den vorderen Motor noch drin lassen beim Golf. Bitte? Lass uns doch den vorderen Motor noch drin lassen. Ja. Aber wir sind gerade gefahren. Wir haben ungefähr 19, noch was Sekunden gebraucht auf 100. Also ich glaube, das war nicht so. Sag ich jetzt mal. Genau, wir haben ein Seilzuggas. Macht das ganze Projekt etwas vermeintlich einfacher. Was wir noch mal eben gucken können, wo der Motor ungefähr sitzt. Weil dieser Punkt lässt sich ja nicht verschieben. Und zwar im Mittelpunkt. Der Achse ist ja bei dem Auto auch Mittelpunkt. Ne? Das heißt, das Rad wird ja in der normalen Position sitzen. Um zu schauen von dem Mittelpunkt, wie weit das dann nach vorne geht, wo dann der Motor ungefähr endet. Das sind dann ungefähr 53 cm. Dann schauen wir mal, wo die 53 cm da sind. Dann wissen wir schon mal, wie das in der Sitzposition bleibt. 53 heißt der Motor. Ja, ein guter Platz. Ne? Ist hier vorbei. Ja, da haben wir echt einen guten Platz. Ich hätte gedacht, dass wir näher an den Vordersitzen dran ist. Haben wir ja Platz für vielleicht andere Sachen, die wir einbauen wollen. Genau. Okay,
Dann würde ich sagen wir jetzt zu Ciao, ne? Ja. Und machen dann wieder weiter, wenn wir da draußen sind. Und dann muss hybridisiert werden. Tschüss. Hey, I'm just here, you know I wanna find a person.